Ja, hi Ingo hier. Und zwar heute gibt es ja, wie versprochen, wer das Berlin-Video gesehen hat, gibt es den, ja, sagen wir mal, doch einen zweiten Teil, weil wir haben ja dann auch noch so bei unserer Entdeckung, wenn wir unterwegs waren, auch noch andere Geschäfte gesehen, wo es Schallplatten gibt. Und der erste Kuriose, der uns oder mir aufgefallen ist, das habe ich schon mal irgendwo in Amerika beim Kanal gesehen, der kauft da regelmäßig Platten. Ich glaube, es ist sogar ein junges Mädchen. Und zwar bei der Modekette Urban Outfitter. Hol es Ja, dir. Ich mache es ach einfach so. drauf, ist doch egal. Ach so, okay. Laufen tut es ja. Ja, Ja. sorry. Ja, das ist halt hier ungeschnitten mit allem, was dazugehört. Ja, wie gesagt, und da hatte ich mal gesehen, Urban Outfitter, das ist eine amerikanische Modekette, die auch Geschäfte mittlerweile in Deutschland hat. Ich weiß nicht, ob es in England auch welche gibt oder Ja, sonst wo in ja. Europa. Naja, die verkaufen auch Schallplatten. Ja, und da sind wir da reingegangen und haben uns das angeguckt. Wir haben da auch ein kleines Video zugedreht. Ich habe aber dort nichts gekauft, muss ich gleich dazu sagen. Dann kommt noch ein Video, dann waren wir noch bei Oxfam. Ist auch ziemlich bekannt, ist ja so eine Art soziales Kaufhaus, ist Charity Shop, ja ne? so Ja. Charity Shop, kommt ja aus England ursprünglich, glaube ich. Dort gibt es die ja zuhauf. Hier in Deutschland gibt es die jetzt mittlerweile auch schon. Dort habe ich was gefunden. Und zu guter Letzt waren wir natürlich wieder bei Müller. Wie soll es auch anders gewesen sein? Ja. In Berlin gibt es ja Müller-Geschäfte. Und dabei jetzt viel Spaß bei den Eindrücken. Das ist ja die Damenabteilung. Stimmt. Taylor. Hui. Das nehmen wir mit. Ja, dann kommen wir noch mal kurz. Wir waren ja bei Urban Outfitter drin, hatte ich ja zu Anfang erwähnt. Und warum ich dort nichts gekauft habe, wie ihr sehen konntet, war ja da dieser kleine Ständer mitten zwischen der Kleidung drapiert. Das hatte ich irgendwo anders auch schon mal so gesehen, in London bei irgendeinem Shop, aber ich kann mich nicht erinnern, bei welchem das war. Und zwar, die Auswahl der Platten ist natürlich orientiert an der Kleidung. Ich sage es einfach so, wie ich es empfunden habe. Es ist sehr viel frauenorientierte Musik, ohne dass das jetzt schlecht dakommt. War das nicht Taylor Swift? Taylor Ja. Swift und noch jemand, Lana Del Rey, viele Ja. Platten und extrem teuer. Ja, das Also stimmt. 39 Euro, über 40 Euro, da habe ich dann gedacht, welchen Sinn hat das? Also dort habe ich dann nichts gekauft, aber ich wollte das nur mal, oder wir wollten das nur mal in dem Video zeigen, Ja. dass dort mittlerweile auch Platten gibt. Vielleicht ändern die irgendwann nochmal die Preisstruktur, oder aber die Platten werden dort auch immer teurer, wie es jetzt im Moment ja auch überall woanders ist. Vielleicht ist es, weil es Taylor Swift war Ja, und diese ich habe ja auch andere. gesehen, diese Taylor Swift-Alben sind ja auch bei Müller sehr teuer Ja. oder bei JPC, weil es sie ja auch in zig verschiedenen Farben gibt. Das ist ja diese Geschäftsstrategie heutzutage. Mir reicht die schwarze. Wenn es natürlich manchmal eine Farbregelung gibt, dann nehme ich die. Hauptsache, der Preis hält sich in Grenzen. Ja, das war das zu mein Fazit in Berlin oder unser Trip in Berlin. Wir sind dann mit dem Auto weitergefahren und zwar über Magdeburg, weil wir die A2 zurückfahren nach Niedersachsen und haben in Magdeburg angehalten. Und in Magdeburg gibt es einen Plattenladen. Und da haben wir auch so ein kleines Video gedreht und dabei jetzt viel Spaß.
so, du hast noch nicht gefilmt. Ja, ich hoffe, euch hat das kleine Video wieder gefallen. Der Laden heißt Hot Rats und das ist, ich sag mal jetzt, der einzige Plattenladen in dem Sinne in Magdeburg, außer vielleicht noch Müller und was auch immer da noch alles gibt, diese üblichen. Aber wie gesagt, der klassische Plattenladen ist das der einzige. Und jetzt mal kurz erstmal zu dem Laden, das sage ich jetzt mal vorweg. Preise in Ordnung. Ich sag's mal so, ohne jetzt wieder irgendwen ansprechen zu oder das böse zu meinen, ist ein typischer Plattenladen aus dem Osten, aus Ehemann, hat viele von den Amiga-Pressung, unwahrscheinlich viel. Wer da Interesse hat, ist in dem Laden super aufgehoben. Ich habe dort sogar, ich habe auch einiges dort gefunden, habe ein gutes Angebot gehabt, war mir eine Spur zu unübersichtlich in dem Laden. Was ich nicht mag, wenn dann diese Kisten unten rumstehen und man muss sich dann bücken und da wühlen, da habe ich eigentlich keinen Nerv mehr zu, bin ich auch ein bisschen zu alt schon für, geht auf die Knie und wie auch immer, jeder kennt das ja, der älter ist. Aber nichtsdestotrotz, guter Laden, netter Besitzer, ja, hat uns Kaffee angeboten, ja. Also tadellos. Da kommt man, kann man nichts zu sagen, aber wie gesagt, das Angebot an Amiga-Pressung ist überhaupt im Osten ist unglaublich. Wer die Platten sammelt, findet da das Paradies. Ob in Berlin, ob in Magdeburg. Wir waren ja auch schon in Dresden und Leipzig. Tadellos. Also da kann ich nur sagen, fahrt dahin und kauft eure Amiga-Pressung, wenn ihr die sammelt. Wie gesagt, dann fangen wir schon mal an. Ich habe dort 4 Platten gekauft. Wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube 4 Platten. Und die erste, die ich dort gefunden habe, ist hier von John Anderson. Animation heißt das Album. Und zwar, John Anderson ist ja bekannt, ist ja der Mitbegründer von Yes. Und bekanntes Merkmal von ihm ist ja sein hoher Gesang. Daran erkennt man ja oftmals Songs von Yes oder überhaupt Musik von Yes. So geht mir das. Ich weiß nicht, wie es anderen geht. Da ich ja auch viel Scheiben von Yes habe. Kenne ich das eigentlich immer. Und das ist hier sein drittes Soloalbum, ist von 1982. Das fehlte mir noch in der Sammlung. Also jetzt habe ich alle 3, die er gemacht hat. Interessante Lieder, sage ich jetzt mal so, auf diesem Album ist der Titel Surrender und All in Matter of Life heißt das. Das sind ganz schöne Songs, finde ich. Habe das Album jetzt, glaube ich, 3-mal gehört. Ja, die gefallen mir daraus. Und zu dem Zeitpunkt beschäftigte sich der John Anderson so mit New Age Musik und Elektropop. Das hört man auch bei diesem Album. Kommt da klar und deutlich raus. Ist aber eine gute Aufnahme, die mir gefällt. Und preislich war das Album auch nicht teuer. Das war nur 10 Euro. Da kann man noch sehen, ist der Preis aufgelegt. Kommt hier auf Polydor. Also ganz normales schwarzes Vinyl. Ja, zweite Platte, die ich dort gefunden habe, wurde ja auch schon viel im Internet oder auf YouTube besprochen, das Album. Überhaupt der ganze Künstler wird da viel erwähnt. Und zwar geht es um diesen Künstler, und zwar um Frank Zappa. Und das Album heißt Apostroph. Ist ja bekannt eigentlich, das Album. Ja, kurz zu Frank Zappa, ist ja ein US-Musiker und Komponist. Bekannt durch seine zahlreichen Alben, die er rausgebracht hat. Über 100, also ich glaube 60 vor seinem Tod und nochmal 60 nach seinem Tod. Also ist unwahrscheinlich viel, was da an Songmaterial oder Musik vorhanden ist. Die Musik zu beschreiben ist immer schwierig bei ihm. Ich würde mal das so alles, um das mal kurz unter einen Hut zu bringen, das ist so avantgardistisch, mal rockig, mal mit Orchester, mal Free Jazz, mal unhörbar. Sorry, wenn ich das so sage, aber ist teilweise so. Manches für meine Ohren ist nicht hörbar oder schwer hörbar, weil ich höre ja nun auch sehr viel experimentelle Musik, aber das geht manchmal, auch für mich ist das dann zu viel. Naja gut, nicht jeder hat einen anderen Geschmack, jeder mag andere Sachen, da will ich auch keinem jetzt raten oder sagen,
ist scheiße oder nicht scheiße. Wie gesagt, muss jeder selber rausfinden. Ich habe viel Gutes über dieses Album gehört. Das kam 1974 raus und deshalb habe ich das auch dort mitgenommen. Das gab es denn nicht nur in Stereo, das gab es ja auch als Quadrophonie-Album. Zu dem Zeitpunkt war das ja auch so ein Versuch, da das am Markt zu etablieren, dieses Quadro-Sound, was ja auch nicht geklappt hat. Ja, das ist hier so ein Mix aus Rock, Jazz, Prog-Rock und vielleicht ein Reinhörtipp ist das Lied Don't Eat the Yellow Snow. Also kann man sich, wenn man den Text übersetzt, weiß man ja, was gemeint ist. Meistens sind ja bei ihm die Texte immer so ein bisschen bizarr und confused, möchte ich mal sagen. Aber das muss dann selber entscheiden. Aber da ich so viel von dem Album gehört habe, habe ich das mitgenommen. Mir hat das ganz gut gefallen. So im Gegensatz zu anderen Alben von ihm ist das komplette Album eigentlich gut zu hören. Gefällt mir gut. Hier kommt die Platte auf Discreet Records. Keine Ahnung. Habe ich auch noch nicht so gesehen oder kenne ich auch nicht. Und ich habe bezahlt für das Album. Das war eigentlich das teuerste, was ich dort gekauft habe. 20 Euro, aber das war es mir wert, ist in gutem Zustand die Platte. Nächster Künstler, von dem ich auch immer Platten mitnehme, wenn ich welche finde, ist hier von Gary Moore. Das Album heißt Rock Hard Before Blues. Und naja gut, zu Gary Moore habe ich auch schon oft was gesagt, habe auch schon oft Platten gezeigt. Der kommt ja aus Nordirland, ist ein Gitarrist und ist 2011 verstorben. Das ist hier ein Album von 2020, kommt auf 180 Gramm, ist eine Compilation. Und jetzt mal, muss ich mal gleich die Platte zu zeigen. Die ist hier so rot marmoriert. Es gibt ja noch eine Serie mit diesen Platten, mit diesen Jackets, sage ich mal so, wo immer oben dieser Streifen dran ist und dann mit diesen marmorierten Platten. Ganz toll, 180 Gramm, tadellose Platte. Keine Klicks, keine Pops. Um mal wieder bei diesem Thema zu sein. Ja, die Platte selber ist, wie ich schon sage, ein Compilation-Album mit ganz, ganz tollen Nummern drauf. Zum Beispiel gibt es hier Don't Let Me Be Misunderstood. Das ist ja auch ein bekanntes Lied von Nina Simone und Eric Burdon. Aber hier als richtig rockige Nummer finde ich ganz, ganz klasse. Hat mir sehr gut gefallen. Aber auch hier die klasse Ballade, Rest in Peace heißt die, ist hier drauf. Und wenn man sieht, so vom Zustand des Jacket, wie neu. Also könnte fast ungebraucht sein und Platte ist auch in Top-Zustand. Und da habe ich bezahlt für, ich glaube 15 Euro stand auf. Ja, 15 Euro stand da drauf. Also wie gesagt, war recht gut. So, die letzte Platte, die ich dort gefunden habe, von einer Künstlerin, die ich auch gerne mag. Und zwar geht es hier um das Album von Christine McVie, die ja damals eigentlich Christine Perfect hieß, mit richtigen Namen. Die hat ja dann den McVie geheiratet, der ja bei Fleetwood Mac war. Aber die war ja vorher, wenn wir da zurückgehen, vor Fleetwood Mac, war sie ja bei Chicken Chuck, hieß die Band, und hat Bluesrock gemacht. Ist eine englische Sängerin, Songwriterin und Musikerin. Hat ja bei Fleetwood Mac Keyboards gespielt und auch gesungen und auch einige Lieder, bekannte für Fleetwood Mac, geschrieben, ist leider 2022 verstorben und wie gesagt, wurde ja durch Fleetwood Mac eigentlich eher bekannt. In der Phase zwischen Chicken Chuck und Fleetwood Mac hat sie denn dieses Soloalbum hier rausgebracht, 1970. Das ist ein Mix aus Rock, Blues und Softrock so in der Mischung, aber ich finde, da ist viel Blues drin in dem Album. Und ich bin sowieso ein Verfechter von der, mir gefällt Christine McVie besser als wie hieß sie noch von Fleetwood Mac, die andere? Stevie Nicks. Das ist aber meine persönliche Meinung. Manche mögen lieber diese rauchige Stimme und diese sonore Stimme. Ich mag lieber die feine Stimme von Christine McVie, weil wenn man diese Platte hört und die Lieder hört, die Stimme ist ganz ruhig und leise. Manchmal hat man ja Sängerinnen, wo die Stimme, die brauchen gar kein Mikrofon, die können so einen Konzertsaal
beschallen nur mit ihrer Stimme. Und das ist hier nicht der Fall. Das ist eine ganz, ganz warme, weiche Stimme, die auch ganz ruhig ist. Gefällt mir sehr gut. Und als in der Anfangszeit von Fleetwood Mac, ich habe viele Alben aus der Anfangszeit, eigentlich fast alle, die haben ja dann so aufgehört, diesen Blues-Rock zu machen oder ein bisschen Blues-Jazzigen Rock. Die sind ja, als Peter Green dann die Band verlassen hat, haben die ja diesen kommerziellen Weg eingeschlagen mit Rumors mit dem Album und wurden ja dann weltberühmt und haben ja viel Geld verdient. Ich mochte die Musik dann nicht mehr so. Ich mag lieber die alten Sachen, die sie gemacht hat, und ganz, ganz klasse Album hier. Also da ist eine Version drauf von I'd Rather Go Blind, ist ein ganz bekanntes Lied von Etta James. Gibt es in verschiedenen Varianten. Finde ich, ist eine der besten Coverversionen, die es davon gibt auf diesem Album. Also ganz, ganz toll. Und ich habe das Album bekommen für 15 Euro und da steht sogar ein so ein kleiner Obi drauf. Top Vinyl. Ja. Stimmt auch. Ist in tadellosem Zustand. Ist zwar hier so ein kleiner Cutout unten dran, aber es war mir egal. Aber das ist ein total starkes Album. Und wie gesagt, wenn man lieber Christine McVie mag als wie Stevie Nicks, dann ist man hier auf der richtigen Seite. Und ja, ist von 1976 meine Pressung, die ich habe. Es gibt noch eine 70er Pressung und da steht ein anderer Titel drauf. Also ist ein bisschen anders, ist ein bisschen kompliziert, muss man sich beschäftigen mit. Wie gesagt, dann gab es noch 2006 nochmal wieder eine Neupressung, glaube von dem Album. Aber wie gesagt, aber das ist ein Geheimtipp, das kann ich nur jedem nahelegen, der so Blues-Singer-Songwriter-Musik mag. Also das ist klasse, klasse. Ja, das waren die Platten aus Magdeburg von Hot Rats Records. Ja, zu dem Laden habe ich ja schon was gesagt. Ist nicht zu 100% meine Auswahl, aber ich habe was gefunden und die Preise waren okay. Und das ist letztendlich entscheidend, auch für alle anderen, die da hinfahren und den Laden mal besuchen möchten. Ja, das war's heute von uns und bis zum nächsten Mal.